Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Okay, wir waren in der letzten Folge bei Dylan und dem Kühlschrank und suchen jetzt mal das Primärkandidatenprogramm, was ja in der Zelle war, wo Dylan versteckt war. Hier ist nochmal der Kühlschrank. Okay. Soweit ich weiß, mussten wir hier lang. Ja, dann sind wir halt da so hochgeflogen, ne? Natürlich kommt gleich ein paar Gegner. Ah, da haben wir ja noch eine Mission offen. Das ist auch schon weg. Oh, nicht die Dinger. Was? Ist da noch einer? Achso, ein Scharfschütze. Das war's. Doch mal nicht. Ups. Ich bin jetzt beinahe in den Tod geschützt. So, der muss jetzt immer dran klauen. Okay, ich will mal nach rüber. Ups, ich hätte aber nicht Taste drücken sollen. Ach Mist. Ja, dann fahren wir nochmal in den Fahrstuhl. Ah, da ist aber auch ein Bunker. Kommen wir da hin? Achso, das war. Ah. Sind wir hier am Anfang? Okay, dann machen wir die Fahrstuhl hoch. Die auf der anderen Seite ist. Oh Mann. Hä? Sind wir ganz woanders. Da steht Archiv. Ich glaube, im Archiv hatte ich jetzt noch nichts gehabt, oder? Okay, aber ich gehe jetzt erstmal zu denen. Das muss ich mir mal merken, dass hier noch was ist. Da waren wir da schon. Ich würde jetzt nein sagen. Ich glaube, da kommt man noch nicht hin, oder? Oh, doch. Ups. So. Ich kann schon weitläufig das Panoptikum. Oh.
glaube, wir sind hier langsam richtig, oder? Okay, das ist zu. Ja, hier ist der Speicherpunkt. Okay, sind wieder da. Sieht doch schon besser aus. Ja, da drüben ist auch noch was. Oder müssen wir da rein? Das war doch eigentlich Dylans Zelle, ne? Sammelobjekt, das was zukommt. Warte mal. Ist hier irgendwas Neues? Gestalter. Also, das war ja das Monster im Kühlschrank, ne? Eine ganz schöne Drohung. Okay, also ist irgendwie der Gestalter oder so eine Art Konkurrenz oder der Feind, kann man sagen. Zumindest habe ich es verstanden. So, Kühlschrankprozedere. Die Arctic Queen. Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig. Beschreibung, gewendete Eigenschaft. Ein elektrischer Kühlschrank der Marke Arctic Queen aus den 60er Jahren. Die Tür wurde mit Buntstiftzeichnungen von Punkt und Punkt dekoriert. Die Zeichnungen können nicht vom Objekt entfernt werden. Das Papier kann weder verbrannt noch abgerissen werden. Hintergrund. Das Objekt zog zuerst die Aufmerksamkeit der Behörde auf sich, als den Einsturz von New York City's Grand Central Hotel, das von einem Mann namens Punkt Punkt gemietet wurde. Es wurde zu einer örtlichen Berühmtheit, da es den Einsturz des Gebäudes unbeschadet überstanden hatte. Mr. Punkt Punkt, der sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Punkt Punkt Uhrzeit nicht im Gebäude befand, war bis 1974, als die Behörde ihn mittels einer falschen Identität erwerben konnte, im Besitz des Objektes. Zusatzbemerkung: Es wurde eine neue gewandelte Eigenschaft festgestellt. Siehe Akte GO10.11 für weitere Informationen. Okay. Hatten wir das nicht mal schon gehabt oder so ähnlich? Ich weiß nicht, ob das dann auch jetzt immer so neu erscheint, wenn man wenn neue Informationen dazu kommen. Müssen wir mal beobachten. Okay, jetzt hier links kann ich ja rein, ne? Hier war auch noch eine Tür, oder? Würde ich mal. Natürlich kommen Feinde.
das läuft gerade nicht so optimal. Wir kriegen uns fast selber um. Stück schneller. Ja, irgendwie gerade nicht so ein guter Start. Aber wir wissen jetzt, wo jetzt geht es ja schneller, hoffe ich. Wir hatten ja vorher auch ziemlich viel Leben verloren. Ich muss mit den Laden auch ein bisschen aufpassen. Ja, verursacht doch ein bisschen Schaden. Oh, ein Fahrstuhl war da nicht, oder? Ich mach mal, ob man noch umfahren kann. Okay, das dauert mir zu lange. Entschuldigung, das war nie. So. P6 hat er genau da, wo er hin. So, hatte ich jetzt die Mission eigentlich abgeschlossen? Den Lader? Ach, Springmeister mit dem Lader, okay. Oh, hier liegt ja noch ein Akte. War die gerade auch schon da? Da, Beobachtung in den Fäden. Ja, das lese ich jetzt mal nicht vor. Ist nur bei einer Toilette gegen Essen, Schlafen. Okay, dann nochmal raus hier. Aber ich gehe mal nach oben, da ich mich ein bisschen sicherer gefühlt. Ja, ich will mit dem Lader schießen. Der hat die Energie auch so ein bisschen geheilt.
das war knapp. Ja, da steht er wieder. Ist er endlich tot? Geht doch. Okay, ist hier noch ein Feind? Also ich höre irgendwie noch so diese Musik. Was ist das? Ah, das sieht doch nicht genau dahin, wo man hin möchte, ne? Oh, hier ist auch noch so eine Truhe. Okay, ist aber noch abgesperrt. Hier scheint noch ein Gegner zu sein. Auch immer. Ach, hier. Diese unsichtbare. Oh. Ja. Wo ist er? Macht das so viel Schaden? Gott. Das sehe ich natürlich gar nicht mehr. Also ich fand, wir waren relativ weit weg. Der hat uns ganz schön zugesetzt, ne? Er wusste ja. Ich habe dort drauf geschossen, ist auch nichts passiert. Oh. Das ist echt fies, der hat auch Schaden gemacht. Aber es geht auch schnell mit der Explosion. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ah, da sollte ich richtig sein, aber die Tür habe ich noch nicht gesehen. Oder konnte ich vielleicht nicht sehen, weil alles abgesperrt ist. Wir können auch direkt reinspringen, oder? So. Also oben bin ich mal sicher für diesen unsichtbaren Typen, aber trotzdem schwer. Telefon.
Okay, jetzt noch der Unsichtbare. Vorbei. Das war gerade auch hier oben. Okay, alle Gegner tot. Ne, jetzt ging's. Okay. Jetzt muss ich nur das Primärkandidatprogramm finden. Ja, noch jede Menge Modifikationen. Okay, das hatten wir schon. Das hatten wir ja schon. Okay, hier auch nichts Neues. Gab es denn nicht noch eine Tür? Oder warum sind hier so viele Feinde? Auch ein bisschen verdächtig. Ich würde vermuten, hier würde es irgendwie weitergehen. Aber da ist ja nichts. Aber warum so viele Feinde? Also, ich glaube, wir sind richtig. Wahrscheinlich was zu übersehen. Ja, was ist hier oder soll hier einfach nichts sein? War der Kampf jetzt umsonst? Also umsonst nicht, also ich habe ein paar Modifikationen und so dazu gekriegt. Irgendwie relativ wenig hier. Komisch. Ich hätte mal vor auf die Karte gucken sollen, also Gebiet ist eingekreist. Ja, dann teleportiere ich mich nochmal direkt dahin. Oh Mann, haben wir umsonst gekämpft und alles. Ja, ein bisschen gefarmt, kann man sagen. Nicht so ein Teleporter. Genau, woanders wahrscheinlich noch. Aber diese fliegenden Gegner, ich will noch nicht verschaffen, wie ich die effektiv ausschalten kann. Entweder die weichen aus oder schießen auf einen. Ja, wir sind die irgendwie weg. Jetzt kommen die wieder. Wahrscheinlich war ich zu weit weg. Kämpfen.
was. Ich meine, das funktioniert wirklich. Okay, aber so. Ist auf der Etage kein Teleporter? Doch. So. Schnellreise, dann müssen wir zur Logistik, würde ich sagen. Oh Mann, haben wir umsonst so gekämpft. Naja, passiert, ne? Ah, dieses unsichtbare Ding und den einen Typen fand ich irgendwie in der Kunde ziemlich hart. Ich glaube, wir müssen eins nach oben. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden, indem ich gegen die kämpfe. Ah. Hier scheint nur richtig zu sein. Oh ja. Oh, das war schon die Begrüßung. Ich lese erstmal, bevor es hier weitergeht. Fallakten. Spiegel, Zusatzbemerkung. Viktorianischer Spiegel. Dieses Objekt befand sich im Besitz von Pumperbrunn. Sie wurde 1914, kurz nach dem Umzug mit ihrer Familie, nach Illinois aufgrund von emotionaler Instabilität in die Psychiatrie eingewiesen. Das Objekt taucht erst 2006 wieder in offiziellen Unterlagen auf. In diesem Jahr untersuchte die Behörde den plötzlichen Anstieg der Vermisstenzahlen in Pumperbrunn, Illinois. Agenten fanden das Objekt in der örtlichen Bücherei. Sie nahmen es rasch in Gewahrsam, doch die Vermissten waren unauffindbar. Datum 18. August 1915. Wir attestierten hiermit, dass Frau Pumperbrunn aufgrund von Hysterie, schlechtem Umgang und imaginären Frauenproblemen als geisteskrank bezeichnet werden kann. Ihre Besessenheit hinsichtlich des Spiegels der Familie ist bemerkenswert. In Anbetracht des weiblichen Gemüts jedoch nicht ungewöhnlich. Mrs. Carver ist eine Kandidatin für die Nervenheilanstalt und wird bis zur Besserung ihres Leidens dort unterkommen. Unterzeichnet Dr. Pumperbrunn. Frauenproblem. Okay. Ja, das war ja noch in der Zeit, wo das so war. Okay, da geht's in den Transitkorridor. Ah, da kommen wir noch nicht hin. Pip, pip. Neue Primärkandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. Unsere Zukunft. P6 und P7. Ob wir wohl P7 sind? Geht das noch länger? 2:11, okay. Es geht noch länger. Nach Northmores Rücktritt verdoppelte ich unsere Anstrengungen, neue Primärkandidaten zu finden. Es gab keine außer mir. Das ging so nicht. Ich versuchte viel. Die Behörde sollte nie mehr in eine solche Lage kommen. Die Behörde braucht einen Direktor. Immer, wenn meine Zeit zu Ende geht, will ich Optionen haben. P1 bis P5 waren Blindgänger, Rohrkrepierer, Enttäuschung. Dann kam P6, Dylan Faden. Er fiel uns in den Schoß. Seine Eltern waren bei einem AWE gestorben. Der Junge hat unglaubliches Talent. Das älteste Haus wird sein Zuhause werden. Wir bauen ihn von null an auf. Er wird ausgebildet und versorgt. Darling kann das Projekt leiten. Ich nicht. Ich halte mich von ihm fern. Nicht, dass mit ihm dasselbe passiert wie mit meiner Familie. Wir waren damals nicht vorsichtig genug. Ich brachte etwas mit nach Hause. Ich nahm Arbeit mit nach Hause. Susanna wurde krank. Als ich meinen Fehler bemerkte, wollte ich sie hierher bringen, damit
Kate Darling sich um sie kümmern konnte. Kate ließ es nicht zu. Normale Ärzte hatten keine Ahnung, was meiner Tochter fehlte. Sie starb. Kate verließ mich. Die alte Geschichte. Ist lange her. Heute ist die Behörde mein Leben. Und die Primärkandidaten sind unsere Zukunft. Wir haben zwei. P6 und P7. Ah, wer ist P7? Ich schätze mal, das sind wir. Würde ich ausgehen. Okay. Aber bevor es weitergeht, danke ich euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren. Klickt auf die Glocke und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.